Die meisten Menschen benutzen Pre-Workout-Supplements falsch und das führt dazu, dass sie nicht besser, sondern schlechter Muskeln aufbauen können. Und damit verfehlen sie ihr Ziel leider komplett. Ich meine, wer holt sich schon ein Pre-Workout-Supplement, um schlechter Muskeln aufbauen zu können? Du Larry, hast du da was für mich? Aktuell, da baue ich einfach viel zu gut Muskeln auf. Und du weißt ja, Isolde, die steht eher auf so dünne Typen. Hier, Bro, nimm dieses Pre-Workout-Supplement. Damit hält der Sepp auch seine Waden so klein, um seinen Trendkonsum zu verschleiern. Diese Konversation ist natürlich absolut realitätsfremd. Jeder weiß nämlich, dass Isolde gar nicht auf dünne Typen steht. Aber worauf ich hinaus wollte, Pre-Workout-Supplements sollten deinen Muskelaufbau niemals sabotieren. Und jeder, der was anderes behauptet, der ist wahrscheinlich nicht mehr so ganz bei Verstand. Diesen Menschen würde ich tatsächlich auch noch zutrauen, diese Woche nicht bei Ivo zu bestellen, denn nur noch bis Sonntag 18 Uhr gibt es satte 20% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und im Ivo Outlet gibt es 20% Rabatt plus weitere 20% Rabatt durch den Code ZAPP auf zum Beispiel Ivo Bars, wenn sie denn noch verfügbar sind. Checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung ab. Zurück zum Thema. Bevor wir zu den 5 größten Fehlern eines Pre-Workout-Supplements kommen, müssen wir zunächst einmal definieren, was im Idealfall ein Pre-Workout-Supplement so tun sollte. Denn wenn wir diesen Best Case kennen, dann können wir ganz genau sagen, ob etwas sinnvoll ist oder vielleicht doch eher nicht so sinnvoll. Und auf diese folgenden 5 Punkte können wir uns wahrscheinlich alle einigen, zumindest dann, wenn wir halbwegs bei Verstand sind. Punkt Nummer 1, ein Pre-Workout-Supplement sollte deine Performance erhöhen. Denn wenn wir nämlich mehr Leistung erbringen können, dann fällt der Muskelaufbau auch in der Regel besser aus. Im Idealfall erzeugt diese erhöhte Performance aber auch nicht überproportional mehr Erschöpfung. Bestes Beispiel wäre hierfür eine sehr hohe Koffeindosis von, sagen wir mal, 600 Milligramm. Ja, 600 Milligramm Koffein, womöglich auch noch am Abend, werden deine Performance positiv beeinflussen. Aber nein, 600 Milligramm Koffein würde ich dir, besonders abends, nicht wirklich empfehlen, vor allem nicht dauerhaft, denn die erhöhte Performance hat halt einfach einen viel zu hohen Preis. Schlechterer Schlaf, mehr Trainingserschöpfung etc. führen am Ende dazu, dass du nicht besser, sondern vielleicht sogar schlechter Muskeln aufbauen kannst. Absolut nichts gegen Koffein. Koffein ist großartig, aber man sollte das Ganze schon mit Köpfchen einsetzen. Gegenteiliges Beispiel: Kreatinmonohydrat. Die erhöhte Leistungsfähigkeit durch Kreatinmonohydrat geht nämlich nicht mit einer überproportional stärkeren Erschöpfung einher und genau deswegen kannst du mit Hilfe des Kreatins auch besser Muskeln aufbauen. Punkt Nummer 2, ein Pre-Workout-Supplement sollte den Trainingsstress nicht verringern. Ich meine, warum gehst du ins Training? Klar, um deine inneren Dämonen zu besiegen oder was auch immer, aber primär wollen die meisten auch einfach Muskeln aufbauen. Und wenn dir deine Pre-Workout-Supplementierung nicht wirklich dabei hilft, Muskeln aufzubauen, im Gegenteil, ja, warum nimmst du das Zeugs überhaupt noch ein? Der Trainingsreiz ist rein objektiv betrachtet nun mal das Allerwichtigste und deswegen solltest du auch nichts tun, was auch nur potenziell in Frage kommen würde, den Muskelaufbau bzw. in dem Fall den Trainingsreiz zu sabotieren. Punkt Nummer 3, dein Pre-Workout sollte deinen Pump verstärken. Denn dadurch könntest du nicht nur die Aufmerksamkeit der lieben Isolde auf dich ziehen, sondern auch zum Beispiel für eine bessere Mind-Muscle-Connection sorgen. Wenn du nämlich einen gewissen Muskel besser spürst, ja, dann kannst du dich auch rein gedanklich gesehen besser in diesen Muskel hineinversetzen. Eine bessere Mind-Muscle-Connection wiederum könnte laut der Datenlage nicht nur zu mehr Muskelaufbau führen, sondern könnte dir auch dabei helfen, die für dich optimale Übungsausführung zu finden. Aber unabhängig von all den genannten Punkten, also eine bessere Optik, Mind-Muscle-Connection und Co., scheint der Pump an sich, also das Anschwellen der Zelle an sich, Muskelaufbau erzeugen zu können. Und on top kann natürlich ein guter Pump auch deinen Spaß massiv fördern. Und genau aus diesen Gründen sollte ein Pre-Workout auch deinen Pump verstärken. Eine bessere Optik, mehr Motivation bzw. Spaß, potenziell Anabol, eine bessere Mind-Muscle-Connection und vieles mehr. Punkt Nummer 4, dein Pre-Workout sollte auch deine Regeneration positiv beeinflussen. Wer mehr, öfter oder härter trainieren kann und sich davon auch noch erholt, der wird natürlich zwangsweise besser Muskeln aufbauen können. Ich habe bisher noch niemanden gesehen, der wirklich bei Verstand ist und sich über eine zu gute Regeneration beschwert. Voll doof, ich baue voll gut Muskeln auf und fühle mich dabei auch noch top. Da müssen wir was ändern. Zusammengefasst, dein Pre-Workout sollte deinen Pump verstärken, deine Regeneration und Performance erhöhen und auf keinen Fall den Trainingsreiz reduzieren. Und wenn du der Meinung bist, nee du, ein Trainingsbooster sollte den Trainingsreiz sogar verringern, dann schreib's mir mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren, welche Argumente dahinter stecken. Wie dem auch sei, wenn wir genau diese 4 Dinge erreichen wollen, dann dürfen wir auf keinen Fall die folgenden 5 Fehler begehen. Fehler Nummer 1, dein Pre-Workout. Ganz egal, ob es ein Booster ist oder deine Supplement-Routine oder was auch immer, ist voll mit Antioxidantien. Wir wissen nämlich mittlerweile, dass Antioxidantien
um das Training herum, also davor oder eben kurz danach, deinen Muskelaufbau oder auch deine Regeneration sabotieren können. Und übrigens sind mit Antioxidantien jetzt nicht 50 Gramm Blaubeeren oder was auch immer gemeint, sondern eben hochdosierte Wirkstoffe. Und dementsprechend musst du dir unbedingt diese zwei Fragen stellen, wenn es darum geht, deine Pre-Workout-Supplement-Routine zu bewerten oder eben auch deinen Pre-Workout-Booster. Punkt Nummer 1, sind Antioxidantien enthalten? Wenn die Antwort Nein lautet, dann ist ja alles gut. Wenn die Antwort aber Ja lautet, und das tut sie ziemlich häufig, dann geht es ab zur zweiten Frage. Und zwar, wirken diese Antioxidantien auch wirklich antioxidativ? Anders ausgedrückt, können sie den oxidativen Stress oral zugeführt wirklich senken oder eben auch nicht? Bestes Beispiel hierfür wäre wohl ein Antioxidant namens Glutathione, kurz GSH. Denn obwohl GSH ein Antioxidant ist, konnten 1000 Milligramm GSH, was eine verdammt hohe Dosis ist, in einer randomisierten Doppelblendstudie den oxidativen Stress der Probanden eben nicht reduzieren. Und dementsprechend spricht natürlich auch nichts gegen 200 Milligramm GSH. Denn wenn 1000 Milligramm täglich zugeführt den oxidativen Stress nicht reduzieren konnten, ja, dann können es 200 Gramm mit Sicherheit auch nicht. Aber warum sind 200 Milligramm GSH im zum Beispiel Craft Pro enthalten? Ich meine, der oxidative Stress wird ja offensichtlich dadurch nicht reduziert. Ganz einfach, GSH und Citrullin wirken synergetisch. Anders ausgedrückt, GSH verstärkt die Wirkung des Citrullins. Also, Punkt 1, abchecken, ob Antioxidantien enthalten sind. Und Punkt 2, wenn sie enthalten sind, schauen, ob sie oral wirklich den oxidativen Stress reduzieren können. Aber wenn die Antwort der zweiten Frage wirklich Ja lautet, dann würde ich dir definitiv empfehlen, von diesem Wirkstoff oder auch von diesem Produkt rund ums Training herum Abstand zu halten. Kosten und Nutzen sind meiner Meinung nach überhaupt gar nicht oder stehen gar nicht im Verhältnis, denn wir wissen es hoffentlich, der Trainingsstress ist nun mal das Allerwichtigste und muss um jeden Preis beschützt werden. Denk daran, warum nimmst du Pre-Workout-Supplements? Ganz sicher nicht, um deinen Muskelaufbau zu sabotieren. Einzige Ausnahme, es existieren direkte Muskelaufbaudaten, die zeigen, hey, der Muskelaufbau wird, warum auch immer, nicht sabotiert, weil vielleicht parallel dazu anabole Effekte stärker auftreten, aber es ist dabei super wichtig, sich immer den direkten Muskelaufbau anzuschauen und nicht irgendwie die Performance. Und ich kann euch sagen, zu den meisten Antioxidantien gibt es leider keine direkten Muskelaufbaudaten. Safety first. Und Augen auf beim Boosterkauf, denn super viele Booster sind wirklich vollgepackt mit allen möglichen Antioxidantien. Fehler Nummer 2, dein Pre-Workout, Duganove, ist vollgestopft mit illegalen oder teilweise illegalen Stimulantien. Ja, Stimulantien können dir temporär gesehen einen Boost geben, aber dieser Boost hat eben seinen Preis. Und ich meine dabei nicht mal die potenziell nicht gerade förderlichen Effekte, sondern eben, dass du am Ende durch diesen Preis schlechte Muskeln aufbaust. Zwei Dinge sind dabei super, super entscheidend. Punkt Nummer 1, Schlaf. Wir wissen mittlerweile einfach, dass guter Schlaf extrem wichtig ist, um optimal Muskeln aufbauen zu können. Und wenn dein Booster jetzt eben dazu führt, dass du schlechter schlafen kannst, dann lohnt sich der Handel nicht. Also du wirst ziemlich wahrscheinlich dadurch deinen Muskelaufbau sabotieren. Und genau deswegen enthält der Craft Pro auch keine Stimulantien. Du kannst ihn also problemlos abends nehmen oder eben die Dosis der Stimulantien komplett frei wählen. Der eine braucht 200 Milligramm Koffein Pre-Workout, der andere 400. Und dementsprechend kann der eine 2 Caps Focus nehmen und der andere gönnt sich einfach 4. Aber beide bekommen eben die volle Dosis der Craft Pro Wirkstoffe ab. Zweitens, Erschöpfung. Viele Wirkstoffe erhöhen nicht deine internen Kapazitäten, sondern sorgen nur dafür, dass du Erschöpfung oder besser gesagt Ermüdung unterdrücken kannst. Und dadurch wirst du zwangsweise, gerade wenn du schon vorher ein bisschen erschöpft warst, immer und immer mehr Erschöpfung pro Trainingssession akkumulieren. Und das führt am Ende dazu, dass du deine nächsten Trainingseinheiten immer und immer mehr sabotierst. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass eine einzige Trainingssession dich nicht zum Hulk mutieren lässt. Viele Trainingssessions hintereinander, vor allem gute, könnten da eher was bewirken und deswegen ist es super wichtig, nicht eine gesamte Trainingswoche oder einen Trainingszyklus für eine einzige Trainingseinheit oder für wenige Trainingseinheiten zu opfern. Dieser Punkt gilt primär für illegale Stimulantien, aber auch für Koffein in sehr, sehr hohen Dosen. Fehler Nummer 3, du nutzt dein Pre-Workout einfach viel zu selten. Denn wenn wir uns zum Beispiel die zahlreichen Vorteile des Citrullins oder des Oxystorms, also der Nitrate, so anschauen, dann werden wir feststellen, dass
diese meistens erst bei einer Dauersupplementierung oder bei einer langfristigen Zufuhr so richtig zur Geltung kommen. Genauso wie beim Kreatin. Ich hoffe sehr, dass du dein Kreatin nicht nur einmal die Woche nimmst. Wenn du also von diesen zahlreichen Wirkstoffen profitieren möchtest, dann solltest du dein Pre-Workout-Supplement oder auch deine Routine regelmäßig durchführen. Wenn ich mich also entscheiden müsste zwischen zum Beispiel einer halben Portion Craft Pro, dafür vor jeder Trainingssession, oder einer ganzen Portion Craft Pro, aber alle 2 Trainingseinheiten oder alle 3 Trainingseinheiten, dann würde ich, glaube ich, eher zu Option Nummer 1 tendieren. Eine halbe Portion Craft Pro wäre ja nämlich vergleichbar mit einem Booster mit 9 Gramm Citrullin, 5 Gramm Betain, 5 Gramm Glycerolmonosteerat, 1 Gramm L-Carnitin, L-Tartrat, 0,5 Gramm Salz, einer halben Portion Elektrolyten und vieles mehr. Und natürlich wäre eine ganze Portion besser, aber wenn ich mich eben entscheiden müsste, dann wäre der Aspekt der Regelmäßigkeit für mich ein bisschen wichtiger als dann die höhere Dosis, aber dafür seltener. Kommen wir mal direkt zu Fehler Nummer 4, und zwar, du nutzt dein Pre-Workout, welches Koffein enthält, einfach viel zu häufig. Das Problem hier, du gewöhnst dich an das Koffein und dann ballert der Booster natürlich nicht mehr. Es ergibt also durchaus Sinn, ein sogenanntes Koffein-Cycling zu betreiben, und das heißt wiederum, dass man an manchen Tagen vielleicht ein bisschen mehr Koffein zu sich führt, vielleicht vor Schwachstellen oder wenn dir deine Beine sowieso egal sind, dann brauchst du auch kein Koffein vor dem Leg-Day, wenn du verstehst, was ich meine. Oder man hat gewisse Wochen, wo man mit dem Koffein so ein bisschen höher das Ganze angeht und dafür halt im Deload zum Beispiel Koffein vielleicht komplett mal rauslässt. Koffein ist also anders zu behandeln als diese, ich sag mal, kreatinähnlichen Wirkstoffe. Citrullin, Nitrate, die sorgen ja dafür, dass deine internen Kapazitäten irgendwie besser werden, größer werden oder was auch immer. Koffein gibt dir halt immer nur diesen temporären Boost, hat aber seinen Preis und den haben wir ja eben zuvor so ein bisschen besprochen. Und daraus resultiert natürlich die Regel, Citrullin und Co. möglichst regelmäßig einnehmen, auch in hohen Dosen. Koffein kann man regelmäßig einnehmen, aber in hohen Dosen eben nicht mehr. Denk daran, du gewöhnst dich dran. Und falls du generell einen Booster mit Koffein dir besorgen möchtest, dann mach dir bewusst, so ein Booster ist jetzt nicht für jeden Tag konzipiert. Falls du also regelmäßig einen Pre-Workout-Booster nehmen möchtest, um dein Training zu supporten, dann solltest du lieber einen stimulanzienfreien Booster wählen. Fehler Nummer 5. Dein Pre-Workout, ganz egal ob ein Supplement oder eben eine Routine oder was auch immer, enthält Wirkstoffe, die für dein Training, sagen wir mal, nicht so ganz optimal sind. 2 Beispiele. Erstens Resveratrol. Kann, wenn es um das Training herum eben eingenommen wird, gewisse positive Trainingsanpassungen, ja, Muskelaufbau ist ja auch nichts anderes als eine Anpassung an das Training, negativ beeinflussen. Und zweitens Taurin ohne Koffein. Ihr wisst es hoffentlich, Taurin ohne Koffein, nichts gut, kann eure Performance nämlich negativ beeinträchtigen. Und das ist quasi nie von Vorteil. Und obwohl diese 2 Wirkstoffe in anderen Szenarien vielleicht durchaus sinnvoll sein könnten, um das Training herum oder im Falle des Taurins ohne Koffein, würde ich sie eben nicht wirklich konsumieren. Und genau aus diesem Grund würde ich nur Wirkstoffe um das Training herum zuführen oder einnehmen, die auch wirklich safe sind. Denn gerade um das Training herum kannst du halt einfach am meisten falsch machen. Also nur Wirkstoffe einnehmen, die auch wirklich safe sind. Und damit kommen wir zu Fehler Nummer 6, Bonusfehler. Du dry scoops dein Pre-Workout-Supplement. Um aber einen richtig guten Pump zu bekommen, musst du richtig gut hydriert sein. Nicht umsonst haben wir im Craft Pro sogar extra Elektrolyte reingepackt, um dich bei der Hydration zu unterstützen. Aber wenn du dir mal das Label anschaust, wirst du auch den Hinweis finden, dass man den Craft Pro eben mit 500 ml Wasser trinken sollte. Wenn du für TikTok-Fame unbedingt dry scoopen musst, ey, ich bin der Letzte, der dich aufhalten würde. Aber du könntest einfach danach, wenn die Kamera aus ist, wenn dein Handy aus ist, könntest du ja ganz easy nochmal 500 ml Wasser nachschieben. So bekommst du nicht nur einen richtig guten Pump, nein, du bist dadurch natürlich auch besser hydriert und wir wissen hoffentlich, dass eine leichte Dehydration bereits schon deine Performance massiv negativ beeinflussen kann. Deswegen Leute, unbedingt genügend Wasser trinken und natürlich diesem Video einen Daumen nach oben geben. Wir sehen uns im nächsten Video.